Ja, was geht ab im heutigen Mindset-Talk? Geht es darum, warum man proaktiv sein muss, im Gegensatz zu reaktiv. Ich gebe dir mal kurz ein Beispiel. Reaktiv ist zum Beispiel, wenn du Stammspieler in einer Mannschaft bist und dann bist du plötzlich nicht mehr Stammspieler, weil zum Beispiel deine Ausdauer nicht so gut war und du dann immer schlechter und schlechter gespielt hast und dann hast du halt deinen Stammplatz verloren. Wenn du proaktiv gewesen wärst, hättest du von vornherein schon als Stammspieler an deiner Ausdauer und deinen Fähigkeiten gearbeitet, dass es gar nicht zu der Situation gekommen wäre, dass du auf die Bank eben musstest. Genau, das ist der große Unterschied. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer proaktiv ist. Reaktiv ist, wenn man nur so auf Sachen reagiert, dann, wenn sie schon passiert sind. Aber man muss von vornherein eben dafür sorgen, dass die Sachen gar nicht passieren. Das ist genauso wie manche Schüler, die fangen erst an zu lernen, wenn sie eine schlechte Note geschrieben haben in dem Fach und dann wollen sie sich ausbessern, anstatt dass sie von vornherein für dieses Fach schon lernen und dann gar nicht erst eine schlechte Note schreiben, was ja viel besser ist. Oder zum Beispiel auch, wenn man sich verletzt, man muss von vornherein schon seine Muskeln trainieren und den Körper so stärken, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, nicht mehr so hoch ist, dass man nicht mehr so verletzungsanfähig ist. Genau. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die nicht erfolgreich werden oder ja, also nicht erfolgreich werden, ist auch, dass die einfach reaktiv sind, weil die warten nur. Die nicht nur warten, weil am Anfang ist es ja, ist es auch bei Spielern bei NLZ gerade. Die sind talentiert sozusagen und denken, dass die gut sind. Die spielen bei Bayern und denken, die werden Profi. Aber am Ende reicht das doch nicht. Die merken das halt später, dass es doch nicht reicht. Und dann fangen die vielleicht, wenn die erst U17 sind oder, keine Ahnung, U19, fangen die vielleicht erst an mit Einzeltraining und neben dem Platz was zu machen. Weil die es nicht checken, dass es nicht nur reicht, dass sie, also die, ihre Fähigkeiten, die nicht reichen. Ja, oder auch generell Spieler, die eigentlich schon ganz gut sind, aber dann wird die Luft halt immer dünner, umso älter sie werden, weil ja zum Beispiel von der B auf der A-Jugend die Kader um die Hälfte reduziert werden und dann merken sie, hoppla, ich muss doch besser werden und dann machen sie erst dann was. Das ist ja reaktiv. Und deswegen werden die auch nicht Profi, weil die, erstens, es wird immer zu spät, weil je später du anfängst, desto schwieriger wird das für dich, um Profi zu werden. Es ist immer gut, wenn man früh anfängt, egal ob du jetzt schon gut genug bist, bei NLZ bist oder nicht, ist egal. Jetzt ist nicht entschieden, was jetzt wird nichts entschieden. Weil entscheidend ist ja Zukunft, wenn du schon 18 bist, dann ist ja wichtig. Aber du musst ja, darfst ja erst jetzt arbeiten. Du musst jetzt arbeiten, damit du in Zukunft dann deine Ziele erreichst und die Entscheidungen, die du jetzt getroffen hast, dass die dann da auch wirken, also Wirkung zeigen und deine Ziele erreichst. Deswegen sei immer proaktiv, fang an jetzt zu trainieren, jetzt an deine Fähigkeiten noch mehr zu arbeiten, weil so kannst du dann auch so kannst du dann auch deine Ziele schneller erreichen, als wenn du denkst, ich bin bei Bayern, ich muss nichts machen, weil ich bei Bayern bin, ich bin krass. Deswegen wirst du ja nicht auch Profi, nur weil du bei Bayern spielst. Bei Bayern wird man Profi, indem man krasser noch immer sich schneller entwickelt, weil die wollen ja deine Entwicklung sehen. Dein Trainer will nicht nur sehen, dass du krass bist, sondern er will, dass du noch mehr krasser wirst, noch besser wirst. Das ist ja auch das, was am Ende zählt. Wer am besten, wer sich schneller entwickelt und wer schnell besser wird. Und so wirst du es dann auch schaffen. Immer proaktiv sein. Und ja, und manche denken, dass es zu spät ist, weil die ganze Zeit reaktiv waren. Und dann kommen auch diese ganzen Ausreden und so Zeug. Ja, es ist zu spät für mich, es geht jetzt nicht mehr und so Zeug. Also deswegen ist es schon wichtig, dass du jetzt proaktiv bist und an dich arbeitest. Ja, und frag dich mal, was in den letzten Saisons bei dir so eher schlecht verlaufen ist. Und was du jetzt machen kannst, damit das nicht nochmal passiert. Zum Beispiel, ganz simples Beispiel, Verletzungen. Du hattest mal eine Phase, hast du dich am Sprunggelenk, bist du umgeknickt.
das ist ja sowas im Jugendbereich, ist es schon eher vermeidbar, weil dann nicht so hart reingegangen wird. Vor allem im unteren Jugendbereich, wenn man das da stärkt. Oder zum Beispiel, du hattest so eine Phase, zum Beispiel immer nach Weihnachten, da war deine Fitness nicht so on point und dann hast du bei den Hallenmeisterschaften nicht so gut performt. Frag dich das mal und zieh da Schlüsse, wie es in den letzten Jahren gewesen ist und was du machen kannst, dass es diese Saison nicht mehr passiert. Und genauso auch frag dich mal, was diese Saison alles schief gehen kann, was alles schlecht laufen kann und was du jetzt schon machen kannst, was du jetzt schon planen kannst, damit es nicht mehr passiert. So schaut's aus und dann bist du wirklich proaktiv und nicht nur reaktiv. Und ein weiteres Konzept ist, dass man wirklich den Tag maximieren muss. Weil jeder von uns hat nur 24 Stunden Zeit. Der Spieler, der richtig krass ist in einem NLZ, hat nur 24 Stunden Zeit und der Kreisliga-Kicker hat auch nur 24 Stunden Zeit. Es kommt darauf an, was wir mit dieser Zeit anfangen, wie wir diese nutzen, die dann letztlich auch bestimmen, wie wir uns weiterentwickeln werden im Fußball. Es ist immer so, dass man die Zeit öfter sozusagen unterschätzt. Man denkt immer, man hat wenig Zeit. Aber wenn man das so nachdenkt, setz dich mal hin und denk mal nach, wie viel Zeit du hast. Einfach mal hinsetzen, Augen zu machen und stell dir mal einen Tag so vor, also ein perfekter Tag sozusagen vor. Mit alles, was du machen willst, stell es dir vor. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. Weil 24 Stunden ist verdammt viel Zeit, Mann. Das ist richtig viel Zeit. Da kannst du alles machen, was du willst. Weil wenn du diese 24 Stunden heute, die versaust und nicht nutzt, dann wirst du es morgen auch nicht machen. Und wenn du es auch, keine Ahnung, immer nicht machst und das sich halt immer weiter so zieht, dann wird das am Ende auch nichts rauskommen, weil du nicht die Zeit genutzt hast und nichts gemacht hast in dieser Zeit. Und dann wirst du dich bereuen. Und da kommt dann bereust du dich und in diesem Moment merkst du, scheiße, ich hatte doch Zeit. Warum habe ich das nicht gemacht? Warum? Und dann kommen diese ganze Warum. Und dann wird dein restliches Leben auch vielleicht scheiße, weil du dann dich die ganze Zeit ärgern willst über Vergangenheit. Und manche dann checken das, okay, wenn scheiß auf Vergangenheit, ich habe doch heute jetzt, dann fange die jetzt an. Und dann werden die doch am Ende was erreichen. Aber es gibt schon Menschen, die dann sich über Vergangenheit ärgern und dann werden die doch nichts erreichen, weil die sich dann an Vergangenheit nur erinnern und sich ärgern, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, ein großer Timekiller, Zeitkiller ist wirklich hier das Handy. Das kostet so viel Zeit. Heutzutage kann man es hier sogar messen. Geh mal rein. Ich wette, bei dir steht wahrscheinlich sogar 2 Stunden oder so täglich drauf. Und stell dir mal vor, wie viel Zeit das ist, die da verschwendet wird, die man auch für andere Sachen auch verwenden kann. Wirklich allein die Handyzeit zu planen, macht so einen großen Unterschied aus. Hat man so viel mehr Zeit und auch diese Zeit, die man braucht für den Transport. Also wenn man zum Beispiel von der Schule heimgeht, oder zum Training fährt, die kann man auch nutzen. Da kann man lernen, da kann man was essen, da kann man entspannen, ein bisschen Musik hören, da kann man ein Buch lesen, ein Hörbuch hören und nicht nur irgendwie Instagram, irgendwie Bilder anschauen, muss das Gehirn noch ein bisschen die Leistungsfähigkeit dem Gehirn raubt. Das wollte ich jetzt auch noch sagen, ist ganz, ganz wichtig. Und dann plan einfach mal deinen Tag. Wahrscheinlich, wenn du jetzt wie Motiv gesagt hast, diesen perfekten Tag im Kopf hast, schaffst du ihn beim ersten Mal noch nicht. Oder du schaffst ihn für 2-3 Tage, aber dann den 4. Tag schaffst du wieder nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass du es gemacht hast und dass du dann, wenn du es dann mal nicht mehr geschafft hast, weil irgendwas ist ja die Willenskraft dann auch zu Ende, dann mach halt einen Tag Pause und dann fang aber auch wieder an. Und versuchst dann noch länger durchzuhalten. Und bei den meisten wird es aber so sein, dass sie den Tagesplan nicht komplett einhalten können. Und wenn du nur zu 55% schaffst einzuhalten, dann versuch einfach, also besser ist natürlich nicht in Tagesplänen, sondern in Wochenplänen zu arbeiten. Aber versuch einfach diesen Wochenplan nächste Woche zu 60% umzusetzen. Und dann zu 65%. Immer ein bisschen mehr. Und dann steht nichts mehr im Weg in deiner fußballischen Entwicklung. Dann wirst du wirklich richtige Leistungssprünge
erzielen, weil das ist ein Gamechanger. Wenn man in jungen Jahren schon lernt, sich zu organisieren und die Wochen zu planen. So schaut's aus. Wir gehen jetzt auf den Platz, machen Einzeltraining. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.